Sie sind schuld, dass sich der Masek umgebracht hat. Sie mit ihrer repressiven, veralteten Verhörmethode. Da ist es doch kein Wunder, dass jemand nicht mehr weiter weiß, wenn er Mutterseelen allein in einer Zelle sitzt. Sie haben ihn verhaftet. Ich habe ihn verhört, er hat gestanden. Wer ist jetzt hier genau schuld an was? Für Sie war doch schon alles klar, bevor er sich überhaupt äußerte. Für Sie doch auch, sonst hätten Sie ihn nicht mitgenommen. Das ist lächerlich. Da ist jemand tot und Sie sitzen da wie ein Eisblock. Ist es das, was ich von Ihnen lernen kann? Zynismus und Menschenverachtung. Ich habe langsam die Schnauze voll von Ihnen. Sie sind ein aufgeblasener Moralapostel und führen sich hier auf wie Mutter Teresa. Aha, Sie bekommen in Fahrt ein wenig Gefühl. Der Stein bewegt sich, da schau her. Raus! Und wenn er es nicht war? Er hat gestanden. Ja, weil Sie ihn unter Druck gesetzt haben. Das ist doch völliger Blödsinn. Der Fall ist vollkommen klar. Ich habe dieses Verhör geführt wie jedes andere auch.